Nanny Plum, wo ist das Frühstück? Ich bin untröstlich, Eure Majestät. Die Elfen haben die Lebensmittel noch nicht geliefert. Ich möchte nur ein gekochtes Ei, nichts weiter, Nanny. Können Sie mir nicht eins zaubern? Ich kann ein Ei zaubern, natürlich. Aber richtige Hühnereier schmecken viel besser. Ach, ganz egal. Ich habe Hunger und will ein Ei. Jetzt! Wie ihr wollt, Eure Majestät. Abracadabra. Ein Ei herbei. Das stinkt. Nein, wie eklig. Was ist das? Das ist ein Drachenei. So, schaffen Sie es weg. Dann zaubere ich am besten ein richtiges Huhn her, das ein Ei für euch legt. Nicht nötig. Ich denke, ich werde warten, bis die Elfenfarm liefert. Aber das kann eine Weile dauern, Eure Majestät. Ich werde diese Tafel nicht verlassen, bevor ich nicht mein Ei hatte. Wie ihr wünscht, Eure Majestät. Nanny, Sie sind da! Hallo, Ben! Hallo, Holly! Die Lebensmittellieferung! Was hat Sie aufgehalten, Mr. Elf? König Aurikel wartet ungeduldig auf sein Frühstück. Tut mir leid, Nanny Plum. Uns ist unterwegs die Karotte verloren gegangen. Wir mussten zurück und sie suchen. Verstehe. Bringen wir Ihre Lieferung jetzt unverzüglich in unser Schloss. Karotte, Tomate, Kopfsalat. Oh, wo ist das Ei? Das Ei. Und gerade das brauchen wir am dringendsten. Der König will ein Ei. Wir fahren auf der Stelle zurück zur Elfenfarm und holen eins. Holly, willst du nicht vielleicht mitkommen? Ja, bitte. Nanny, darf ich kurz mit zur Elfenfarm? Ja, gern, Holly. Dann sorgst du dafür, dass wir ein gutes Ei bekommen. Es ist ganz leicht. Das kann wirklich jeder. Ist klar. Kann ich es gleich nochmal probieren? Nein, denn wenn das wirklich jeder kann, dann will ich das auch. Oh, ich verstehe. Holly, gib Ben deinen Stab. Was? Was? Elfen können doch gar nicht zaubern, oder? Ich würde so gern zaubern können. Wenigstens dieses eine Mal. Das ist die richtige Einstellung. Werdet Frösche. Abracadabra die. Einen Moment lang habe ich gedacht, Ben würde uns in Frösche verwandeln. Abracadabra die. Es ist so traurig. Elfen können wirklich nicht zaubern. Du brauchst wahrscheinlich nichts weiter als ein klitzekleines bisschen magische Hilfe. Tricky Trick dran, der junge Elf zaubern kann. So, versuch dein Glück nochmal. Werdet Frösche. Abracadabrösche. Es funktioniert. Werdet Vögel. Abrakögel. Und nun Kaninchen. Abracadabrinchen. So, das war's dann. Sehr gut, Ben. Aber hast du nicht noch etwas vergessen? Was? Du solltest sie wieder in Mädchen zurückverwandeln. Sollte ich? Oh, also los geht's. Abracadabra, du werdet Mädchen im Nu. Gut gemacht, Ben. Habt ihr zwei das begriffen? Ja, Nanny. Ich denke schon. Gut. Will es noch jemand versuchen? Ja, bitte. Darf ich auch mal zaubern? Nein! Wie wär's mit einem Fußballspiel? Ja, Fußball! Und die Regeln sind klar. Keine Zauberei. Okay. Heute gibt es süßen Brei zum Frühstück. Hurra! Süßen! Süßen! Tja, der Topf für den Brei ist nur leider leer. Ja, Holly, weil Daisy und Poppy nämlich heute Morgen ein bisschen Zaubern üben werden. Nanny Plum hat den beiden einen Breizauber beigebracht. Wir können's! Ich habe ein mieses Gefühl bei der Geschichte. Nur damit das klar ist, Nanny Plum. Die Sache darf unter keinen Umständen schiefgehen. Logisch, Eure Majestät. Also wird es keine Wiederholung der Zaubergelee-Flut geben. Das war Gelee. Brei ist doch etwas völlig anderes. Und Daisy und Poppy haben geübt und geübt, ohne Unterlass. Topf kann, werde voll Breiseln sein soll. Fantastisch, Daisy und Poppy. Die zwei dürfen ja ruhig öfter Frühstück machen. Das schmeckt gar nicht schlecht. Mehr, mehr, mehr!
Daisy, Poppy, Schluss damit! Mehr, 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 mehr! Ja. Ah. Eine Breiflut! Beenden Sie das, Nanny! Breitopfgewalt! Halt! Eklig! Ich bade hier in schrecklichem süßen Brei. Danke, meine verrückten Kleinschwestern. Na, na, Holly, du musst bedenken, Daisy und Poppy sind immer noch ziemlich klein. Und wir haben die Breiflut im Nu beseitigt. Ich hatte vergessen, die zwei kennen ja schon das Wörtchen mehr. Mehr, mehr! Naja, als ich ein Baby war, konnte ich als erstes das Wort Bang. Durchaus kein Wort, das ein zauberndes Baby kennen sollte. Bang. Mami, die Zauberstäbe. Das ist mein ganz spezielles Muffin-Rezept. Mehl gehört dazu, Honig, Milch, Schokolade und ein Apfel. Lecker. Nun fehlt nur noch ein Ei. Rein damit. Jetzt muss der Teig gerührt werden. Mach ich. Spritz. Spritz, Spritz, Spritz. Das ist bestimmt Holly. Hallo, Ben. Hallo, Holly. Ich helfe Mami beim Kuchenbacken. Oh, darf ich mithelfen? Feen sind im Kuchenbacken sehr gut. Aber sicher, Prinzessin Holly. Ihr könnt das Rühren übernehmen. Das mache ich am allerliebsten. Spritz und Sprotz den Teig mixen. Etwas mehr rühren und etwas weniger spritzen, spratzen und sprotzen, bitte. Spritz, spratz, sprotz, sprutz. Holly, wie wäre es, wenn ihr rühren würdet? Ja, gern, Mrs. Elf. Ihr rührt sehr gut, Holly. Es könnte aber ein bisschen mehr spritzen. Als nächstes füllen wir die Masse in die Muffinform. Das sieht lecker aus, stimmt's? Können wir jetzt schon einen davon haben? Tut mir leid, Ben. Zuerst müssen sie im Ofen gebacken werden. Und wenn wir sie mit Zauberei backen? Das sind Elfenkuchen. Die backt man ohne Zauberei. Mit Zauberei geht das aber viel schneller. Ich zeige es Ihnen. Nein, danke, Holly. Ihr müsst immer daran denken, Elfen zaubern nicht. Und wir sind Elfen. Wohin fahren wir denn jetzt? Nanny Plum, welche Aufgabe erwartet mich denn heute als erstes? Ihr vollzieht die Taufe eines Elfenschiffes, Eure Majestät. Und wie wird so ein Schiff getauft? Gleich siehst du's. Prinzessin Holly und König Aurikel. Hurra! Hurra! Hier rein werde ich jetzt sprechen. Kompliment, liebe Elfen, für den Bau dieses Schiffes. Es macht einen guten Eindruck. Und ich bin sicher, ihr werdet daran viel Freude haben. Reife Leistung. Nun zerschlagen wir noch eine Flasche Feensekt mit Schwung am Schiffsrumpf, Holly. Oh. Aber wo ist denn bloß der Sekt? Tut mir sehr leid, Eure Majestät. Wir hatten heute sehr viel zu tun. Hallo, Holly. Hallo, Ben. Weiter geht's zu unserer nächsten Auslieferung. Mach's gut, Holly. Mach's gut. Ich erkläre das Schiff für getauft und wünsche allzeit gute Fahrt. Was tun wir denn als nächstes? Wir schütteln Hände und stellen Fragen. Hallo, was ist Ihre Aufgabe? Oh, ich hämmere Metallteile fest, Eure Majestät. Das finde ich höchst interessant. Hallo, und was ist Ihre Aufgabe? Ich bin der Schiffskoch, Eure Majestät. Das finde ich höchst interessant. Und was ist Ihre Aufgabe? Ich bin der Kapitän, Prinzessin Holly. Das finde ich höchst interessant. Sieh mal. Mamis neues Teegeschirr. Ist es nicht wunderschön, Ben? Ich glaube schon. Und niemand darf das Geschirr anfassen. Noch nicht einmal Nanny. Wieso nicht, hä? Weißt du, es ist wahnsinnig empfindlich. Was kann man dann damit machen? Na ja,
Man kann damit natürlich Teegesellschaften veranstalten. Wir dürfen es doch aber nicht anfassen. Nun halt die Tasse schon fest. Sie ist ja nicht schwer. Hier, sieh mal. Wie wünschen Sie Ihren Tee, Mr. Elf? Schwach oder stark? Holly, um Himmels Willen, du hast die Kanne zerbrochen. Oh nein, da wird Mami schrecklich traurig sein. Dabei durften wir sie doch gar nicht anfassen, nicht wahr? Nein, was können wir jetzt tun? Kannst du sie nicht mit Zauberei reparieren? Ich versuch's. Abracadabra, Abracadu, mach die Kanne heil im Nu. Das hat leider nicht funktioniert, nicht? Nanny kennt sicher einen Zauber. Los, fragen wir sie. Nicht doch, wir dürfen es keinem sagen. Was sollen wir dann bloß machen? Ben, sind Elfen nicht gut im Reparieren? Ja. Und du bist ein Elf. Ben, Elf. Also, kannst du mir helfen, sie zu reparieren? Ich bin nicht sicher, Holly. Bitte, Ben. Du bist mein allerbester Freund. Und auch meine einzige Hoffnung. Na gut. Ich habe Klebstoff zum Reparieren bei mir zu Hause. Viel Spaß! Ich wünsche mir, dass die Muffins nicht so lange backen müssen. Ich auch. Ich glaube, wir sollten inzwischen wenigstens versuchen, ein Spiel zu spielen. Na schön. Wie wär's mit Fang? Das finde ich toll. Einverstanden. Aber du spielst ohne Schummeln, klar? Nicht zaubern. In Ordnung. Du bist... Na los, fang mich! Du fängst mich nicht! Du rennst viel zu schnell! Das kann ich nicht ändern! Elfen sind gut im schnellen Rennen! Und ich bin ein Elf! Das ist unfair! Feen können nicht so schnell laufen wie Elfen! Na schön, dann hopse ich auf einem Bein! Du fängst mich nicht! Das ist immer noch zu schnell! Alles klar, dann stehe ich jetzt still! Gefangen! Ich bin dran. Du fängst mich nicht. Warte, gleich hab ich dich. Nein, hast du nicht. Du kriegst mich nicht. Das ist Betrug. Wir haben gesagt, keine Zauberei. Das ist doch keine Zauberei. Ich benutze nur meine Feenflügel. Das ist unfair. Elfen haben keine Flügel. Und nie werde ich dich fangen. Na schön, ich benutze meine Flügel nicht länger. Ich hab dich. Prinzessin Holly und König Aurikel. Hurra! 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 Hier sind die Finalisten, Eure Majestät. Zum einen diese Tomate. Ah, sie ist groß. Und zum anderen diese Erdbeere. Sie ist auch sehr groß und, rot. Pass auf, jetzt muss ich wieder eine Rede halten. Wirklich eine tolle Leistung von euch, diese Züchtung der Früchte. Beeindruckend ist ihr Ausmaß. Und ohne weitere Umschweife entscheide ich, der Gewinner ist die Tomate. Oder vielleicht die Erdbeere. Nein, nein, die Tomate. Warte, da ist doch eindeutig Zauberei im Spiel. Ja, jedes Mal machen sie das. Wieso untersuchen wir nicht einfach, welcher Geschmack am besten ist? Was für eine gute Idee. Kosten wir sie. So können wir doch was essen. Zuerst die Hauptspeise. Die Tomate. Mmh.
ganz köstlich. Als Nachspeise die Erdbeere. Schmeckt lecker. Ich muss sagen, beide waren sehr lecker. Sie gewinnen beide. Ja! Hurra! So, wo ist der Pokal? Komme ich etwa zu spät, Eure Majestät? Nein, genau rechtzeitig. Gratuliere, eine glänzende Leistung. Hurra! Hurra! Ich bin dann weg. Meine Freunde kommen gleich und wollen mit mir spielen. Ach ja, Holly. Mami und ich haben uns gedacht, dass es lustig für dich und deine Freunde wäre, wenn ihr heute mit Daisy und Poppy spielen würdet. Was, Daddy? So hätten die Zwillinge die Chance, von euch zu lernen. Aber Mami! Hallo, Holly. Hallo, Ben. Kommst du raus spielen, Holly? Das geht nicht. Spielen können wir aber leider nicht draußen. Wieso nicht? Daisy und Poppy sind bei mir. Also müssen wir heute hier im Schlosshof spielen. Ah, die sind wirklich absolut süß. Sie sind durchaus nicht süß. Zauberstab haben. Du willst den Zauberstab mal ansehen? Er glitzert so schön, nicht? Bitte sehr. Nicht, Fleur! Ein Kätzchen. Miau. Ah, ich sehe, zu deinen Freunden gehört heute auch eine kleine Katze. Miau. Das ist Fleur. Sie hat Daisy ihren Zauberstab gegeben. Ich verstehe. Kein Kätzchen sei mehr. Komm als Fleur wieder her. Und welcher arme Freund ist in dieses Insekt verwandelt worden? Nein, Mami. Das ist Gaston, der Marienkäfer. Er ist so auf die Welt gekommen. Ach ja, natürlich. Hallo, Gaston. Hört zu, Kinder. Die Zwillinge sind noch sehr klein. Also spielt bitte vorsichtig. Ja, Königin. Und die Zwillinge dürfen unseren Schlosshof auch nicht verlassen. Ja, Mami. Viel Vergnügen. Spielen wir was anderes? Ja, spielen wir Verstecken. In Ordnung, dann spielen wir jetzt Verstecken. Yippie, ich liebe Verstecken sehr. Aber ohne zu fliegen, klar? Logisch, ohne zu fliegen. Eins, zwei, drei. Nicht gucken. Schon klar. Vier, fünf. 6, 7, 8, 9, 10. Ich komme. Fertig oder nicht? Ben hat sich ganz gut versteckt. Da ist er nicht. Und da ist er auch nicht. Ben, gib mir einen Hinweis. Bitte. Es ist ganz kalt. Es wird noch kälter. Oh. Wärmer. Heiß. Heißer und heißer. Gefunden. Oh, da ist doch gar keiner. Eiskalt. Das ist zu langweilig. Da weiß ich mit meiner Zeit was Besseres anzufangen. Hier bin ich. Gefunden. Das war ein gutes Versteck. Nicht, Holly? Es war nicht schlecht, würde ich mal sagen. Elfen verstecken sich immer gut. Und ich bin ein Elf. In meinem Zimmer sind alle Sachen, die ich zum Reparieren brauche. Kleber, Farben, Pinsel. Und Glitzer. Oh, sehr gut. Zuerst muss ich das hier unterlegen. Es darf ja nichts von dem Klebstoff auf den Boden tropfen. Ja. Und wir müssen Schürzen umbinden, damit unsere Sachen nicht dreckig werden. Was nun? Wir setzen die Teile mit Klebstoff zusammen. Pass gut auf. Das geht so. Und eins, zwei, drei. Da, jetzt hält es. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei.
Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, sie ist repariert. Hurra! Sie sieht aber noch nicht ganz richtig aus. Dann bemalen wir sie. Ja. Ist das besser? Da waren noch ein paar Blumen drauf zu sehen. Ich kann gut Blumen malen. So. Mir scheint, dass sie ein kleines bisschen mehr gefunkelt hat. Dann nehmen wir noch Glitzer. Ich liebe Glitzer. Der ist so glitzerig. Fertig. Hurra! Das hier schon so bestaunst. Dann warte nur ab, bis du die Tomatenpflanzen siehst. Oh. Das sind die Tomatenpflanzen. Wow. Ich befürchte, wir haben eine Tomatenkäferplage. Oh je. Tomatenkäfer sind ganz wild darauf, Tomatenpflanzen zu fressen. Los, abhauen! Husch! 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 Na sowas, die kommen ja sofort wieder. Ja, wenn wir doch nur einen Weg finden könnten, der Schädlinge Herr zu werden. Au, 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 au. Gaston hat sie alle verscheucht. Natürlich. Für Marienkäfer sind Tomatenkäfer eine Delikatesse. Das war ganz toll. Du solltest bei uns als Schädlingsbekämpfer anfangen. Dann ernten wir jetzt also eine gesunde Tomate. Es kann losgehen. Ist gut. Tomate kommt! Sieht ja gefährlich aus. Ist es auch. Deswegen müssen wir alle diese Helme tragen. Ich bin mit Verstecken dran. Denk aber dran. Spiel fair, also nicht fliegen oder sowas. Ich flieg nicht. Ich versprech's. Eins, zwei, drei. Ich finde wahrscheinlich so schnell kein gutes Versteck. Ben hat gesagt, ich soll nicht fliegen. Er hat nicht gesagt, keine Zauberei. Was denkst du, Zauberstab? Sollen wir jetzt ein winziges bisschen zaubern? Ach was, ich bin sicher, Ben macht das nichts aus. Abracadabra, die Paar, mach mich unsichtbar. Ich komme, fertig oder nicht? Ganz, ganz, ganz eiskalt. Oh! Kälter als eine Eisblume. Aha, ich verstehe. Am besten gibst du auf. Du kannst mich nie finden. Ich frage mich, wo Holly sein mag. Vermutlich ist sie gar nicht mehr auf dieser Wiese. Das ist nicht so gut. Holly versteckt sich großartig. Da finde ich sie sicher nie. Gefunden! Oh, wie hast du das geschafft, Ben? Ich bin unsichtbar. Oh, ich bin nicht mehr unsichtbar. Der Zauber hat nachgelassen. Zauber? Es war ja nur so ein ganz, ganz winziges bisschen Zauberei. Oh, deine kleinen Schwestern sind sehr ungewöhnlich. Ich weiß ja, dass sie eine Plage sind. Fleur, du solltest auf deinen Zauberstab gut aufpassen. Die Kleinen sind doch aber so schrecklich süß. Ich bin sicher, dass sie mich nicht wirklich in eine Katze verwandeln wollten. Miau, miau. Na gut. Was wollen wir zuerst spielen? Wie wär's denn mal mit Verstecken? Verstecken! Verstecken! Das einzige Problem ist nur, dass die Zwillinge ja noch gar nicht zählen können. Na, dann helfe ich ihnen zählen. Ich bin nämlich richtig gut im Zählen. Sehr gut. Nun schließt eure kleinen Augen. Schnell, verstecken wir uns. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
versteckt oder nicht? Oh, wo sind die Zwillinge? Daisy, Poppy, es ist viel zu gefährlich für euch, so hoch zu fliegen. Ein Kätzchen! Miau! Seht nur, Fleur hat sich ja schon wieder in eine Katze verwandelt. Kein Kätzchen sei mehr, komm als Fleur wieder her. Und wo sind die Zwillinge? Sie sind einfach weggeflogen. Das heißt, sie sind geflohen? Ja, und sie haben auch noch meinen Zauberstab mitgenommen. Um Gottes Willen, was sie damit für Unfug anstellen können. Keine Sorge, wir werden sie schon finden. Elfen sind gut im Finden und in solchen Sachen. Und wir sind Elfen. Kinder, die Muffins sind fertig. Mrs. Elf, heißt das, wir müssen sofort reinkommen? Wir würden gern erst noch ein Spiel spielen. Wirklich? Na sowas. Ich dachte, eine gewisse Prinzessin und ein gewisser Elf hatten gar keine Lust, draußen zu spielen. Mami, wir haben ja kaum damit angefangen zu spielen. Und du hast gesagt, die Muffins würden eine Ewigkeit brauchen. Die Muffins waren eine Ewigkeit im Ofen. Ach, wirklich? Die Zeit ist verflogen, weil ihr miteinander Spaß hattet. Die Zeit macht das. Oh! Möchte jetzt jeder einen Muffin haben? Ja, bitte! Sehr lecker. Schmeckt. Das sind die weltbesten Muffins. Und Mrs. Elf schafft das ganz ohne Zauberei. Dankeschön, Holly. Ich denke, es war das Rühren, das den ganzen Unterschied gemacht hat. Soll ich dir mal einen Trick zeigen? Ja, gern. Den ganzen Muffin lasse ich jetzt verschwinden. Wie denn nur? Ich dachte, Elfen sind gar nicht fähig zu zaubern. Guck her, gut aufpassen. Tada! Keine Sorge, ich weiß schon, was zu tun ist. Ich wusste, dass Nanny Plum einen Zauber dafür kennt. Nein, so machen wir es nicht. Dann willst du wohl eine neue Teekanne kaufen? Nein, wir machen etwas viel Einfacheres. Was? Wir sagen's der Königin. Verzeihung, Eure Majestät. Was ist Nanny Plum? Unglücklicherweise hat es bei uns einen kleinen Unfall gegeben. Ein Unfall? Was ist passiert? Ich bin so untröstlich. Jedoch, eure neue Teekanne ist zerbrochen. Und ich habe noch ausdrücklich befohlen, dass niemand sie anfassen soll. Ja. Nanny Plum, mein Verbot, das Teegeschirr abzustauben, war doch wohl eindeutig. Ja, Eure Majestät. Ich hätte nicht übel Lust, dass eine Nacktschnecke aus Ihnen wird. Das ist etwas hart, findest du nicht auch? Könnte ich nicht wenigstens eine Schnecke mit Haus werden, geht das? Nein. Mami, ich bin's gewesen. Ich war das und ich war schon den ganzen Tag so traurig. Nun wirst du ja wahrscheinlich gleich mich in eine Nacktschnecke verwandeln statt Nanny. Oh. Oh nein, meine arme Kleine. Nicht mehr traurig sein. Es geht doch nur um ein bisschen Porzellan. Aber Mami, du wolltest Nanny deswegen in eine Schnecke verwandeln, nicht? Oh, das war nicht ernst gemeint. Oh? Entschuldige, ich wollte dich nicht traurig machen, Mami. Ach, Holly, ich bin nur traurig, dass du Angst davor hattest, es mir zu sagen. Wir dachten, dass wir sie reparieren könnten. Sie sieht zwar nicht ganz so aus wie vorher, aber die Kinder haben sich wahnsinnig angestrengt. Oh, die ist wundervoll. Fast noch ein wenig schöner als vorher. Soll ich sie abstauben, Eure Majestät? Nein, sie ist ein absolutes Einzelstück und äußerst zerbrechlich. Niemand soll sie anfassen. Versprecht es. Wir versprechen. Es gibt aber noch eine Arbeit, die viel gefährlicher ist. Oh, welche ist das? Kann ich die mal sehen? Das kann aber furchterregend sein. Ich habe keine Angst. Ich behaupte, es ist die absolut gefährlichste Arbeit auf der Welt für einen Elf. Was ist es? Das Einsammeln der Eier. Und wieso ist das Einsammeln der Eier so gefährlich? Wegen der Hühner. Wow, die sind ja wirklich riesengroß. Ja, deswegen haben wir auch diesen hohen Zaun. Und deswegen ist es absolut notwendig, das Tor zu verschließen. Oh, das ist ja
interessant. Wartet, Prinzessin Holly. So richtig gefährlich sehen die Hühner gar nicht aus. Es ist auch nur das Einsammeln der Eier gefährlich. Und wie werden sie eingesammelt? Ein Elf muss flink zum Ei laufen. Es aufheben und damit weglaufen, so schnell er kann. Was kann passieren, wenn er nicht schnell genug ist? Das Huhn setzt sich auf ihn. Oh je. Nun versteht ihr sicher, wie wichtig es ist, dass das Tor immer gut verschlossen ist. Und wie wollt ihr die zwei nun finden? Das ist leicht. Gaston kann erschnüffeln, wo sie sind. Gaston, finde Daisy und Poppy. Meine Güte, Daisy und Poppy, ihr seid aber weit weg vom Schloss. Wir rufen am besten gleich mal eure Eltern an. Hasenkaninchen! Na, na, Daisy, das war jetzt nicht nett von dir. Hasenkaninchen! Was ist hier los? Hasenkaninchen! Mehr, mehr, mehr! Was sind denn das für Geräusche? Das kommt eindeutig von da drüben. Ich schätze, dass wir dann meine kleinen Schwestern gefunden haben. Hop, 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 hop. Wow, seht euch all diese Kaninchen an. Eins davon trägt den Hut meines Vaters. Poppy, Daisy, was habt ihr getan? Kaninchen, Kaninchen. Sie haben alle Elfen in Kaninchen verwandelt. Daisy, das war nicht lustig und auch nicht klug. Gib mir den Zauberstab. Miezekätzchen. Daisy und Poppy, ich bin sicher, ihr wolltet gar nicht so. Miau. Flattervogel, Flattervogel. Denkst du, das war's jetzt? Ja. Zum Glück können kleine Vögel keine Zauberstäbe halten. Hallo, Mrs. Elf. Hallo, Prinzessin Holly. Darf Ben zum Spielen rauskommen? Es hört sich an, als käme er schon runter. Hallo, Ben. Hallo, Holly. Lass uns heute mal Prinz und Prinzessin spielen. Ja, gern. Ich spiele die Prinzessin, weil ich ja sowieso schon eine Prinzessin bin. Und ich spiele den Prinzen? Ja, ich werde dich einfach in einen Prinzen verzaubern. Können wir denn nicht bloß so tun, als wäre ich ein Prinz? Nein, mit Zauberei geht es viel besser. Abrakasins wird ein Prinz. Oh, ich glaube, ich habe Ben in einen Frosch verwandelt. Wie schrecklich. Ich verwechsle doch immer wieder den Zauber für Frösche und Prinzen. Ben, wenn du mich verstehen kannst, quake. Gut, ich werde schnell Hilfe holen. Warte hier. Di-di-da-da-da-dam-di-du. Di-di-da-da-dam-di-dam-di-du. Nanny Plum. Komm schnell! Ich habe Ben in einen Frosch verwandelt. Oh, gut. Du vervollkommnest deine Zauberkünste. Nein, nein. Es ist ein Unfall gewesen. Ben ist nicht glücklich damit, ein Frosch zu sein. Frösche sind niemals glücklich. Kannst du mir bitte helfen, dass Ben wieder er selbst wird? Natürlich. Beruhige dich. Ich hol meinen Zauberstab und du wartest bei Ben. Danke. Pass auf, dass er nicht weghopst, ja? Frösche machen das. Oh nein, Ben ist weg. Nun werde ich Ben bestimmt nie mehr wiederfinden und er muss für immer ein Frosch bleiben. Da, ein Huhn ist weggelaufen. Oh, schnell, fangt das Huhn ein. Ah! Ein Huhn ist geflohen. Oh,
zweiten Wagen. Los, hinter dem Huhn her! Plötzlich steht der Wagen. Oh nein, das Uhrwerk ist abgelaufen. Schnell, Holly, ziehen wir es wieder auf. Hallo, Violet. Was ist los? Ich habe eben Ben in einen Frosch verwandelt und er ist irgendwo hingehüpft. Er wird zum Teich runter sein, wo die ganzen Frösche leben. Natürlich. Komm, fliegen wir gleich hin, da finden wir ihn. Holly, sieh nur. Ja, das muss Ben sein. Hallo, Ben. Ich höre, dass du ungezogen gewesen bist und dich einfach in einen Frosch verwandelt hast. Du hättest wirklich auf mich warten können, so wie ich es dir gesagt habe. Ja, die arme Holly war ganz, ganz traurig. Oh, wer weiß, vielleicht ist dieser Frosch gar nicht Ben. Sieh mal, ich finde, der sieht ein bisschen aus wie Ben. Ja, bloß der genauso. Die sehen doch alle gleich aus. Wir werden Ben niemals wiederfinden. Guck mal da, einer von ihnen hat einen Hut auf. Hat Ben einen Hut getragen? Ich glaube ja. Holly, das weißt du nicht? Er ist doch dein bester Freund. Ja, Ben trägt einen Hut. Hallo Ben, wenn du es wirklich bist, dann lass einen Quark hören. Gott sei Dank. Du ahnst ja gar nicht, wie schwierig es gewesen ist, dich unter allen zu finden. Hör zu, Ben. Keine Sorge. Nanny Plum wird sicher bald hier sein. Und sie kennt den Zauber, der dich wieder zurückverwandelt. Ach Unsinn. Wir brauchen keine Nanny Plum. Ich kenne mich auch mit Zaubersprüchen aus. Violet, ich denke, wir warten doch lieber auf Nanny. Nein, nein, nein. Die Rückverwandlung von Fröschen in Elfen kann ich im Handumdrehen. Sieh her. Abracadabra, abracadas, werde wieder, was du warst. Siehst du? Ich hab dir ja gesagt, dass ich das kann. Ah, Barnaby und Ben, habt ihr die Mädchen gesehen? Die Kätzchen sind Holly und Fleur. Und die Vögel sind die Zwillinge. Was? Daisy und Poppy haben versucht, ein bisschen zu zaubern. Verstehe. Und wer sind die Kaninchen? Das sind die Elfen. Na dann, fangen wir an, sie zurückzuverwandeln. Kätzchen sollen fein, wieder Feen sein. Kaninchen sollen fein, wieder Elfen sein. Vögel sollen fein, wieder Zwillinge sein. Holly, deine Aufgabe war es, auf deine kleinen Schwestern aufzupassen. Wie denn, Nanny? Die Zwillinge sind einfach unmöglich. Sie sind wirklich ein bisschen schwierig. Naja, zum Glück ist nichts Schlimmes passiert. So, nichts Schlimmes? Die haben uns alle in Kaninchen verwandelt. Ich weiß. Ich bin schwer beeindruckt. Die kleinen Schätzchen scheinen richtig gute Zauberinnen zu werden. Fröschlein, Fröschlein! Die nehme ich jetzt an mich, meine Kleinen. Wir haben für heute wirklich genug Zauberei gesehen. Aber Nanny Plum, wir können sie doch nicht Frosch bleiben lassen. Können wir nicht? Nun ja, ich glaube, es geht nicht. Also gut, Holly, zaubert sie wieder zurück. Fröschlein soll fein wieder Nanny sein. Gute Nacht, meine Kleinen. Schlaft gut. Heute schlafen Sie aber schön schnell ein. Wisst ihr, Sie hatten einen aufregenden Tag, Eure Majestät. Ich nehme mal an, das Spielen mit den großen Kindern hat Sie so müde gemacht, Holly. Ja, Mami, das wird's gewesen sein. Gut gemacht, Violet. Das war grauenvoll. Ich war ein Frosch und ich musste Fliegen fressen. Oh, ich habe das Gefühl, mein Zauber wirkt noch weiter. Oh, Ben hat sich in einen Vogel verwandelt. Das war nicht vorauszusehen.
werden wir ihn niemals wiederfinden. Tag, Holly und Violet. Hallo, Barnaby. Wisst ihr, wo Ben steckt? Wir waren zum Fußballspielen verabredet. Ich glaube nicht, dass du mit einem Vogel Fußball spielen kannst. Vogel? Ja, Violet hat Ben in einen Vogel verwandelt. Du hast ihn zuerst in einen Frosch verwandelt. Ach, wie auch immer. Jetzt ist er weggeflogen und wir werden ihn sicher nie mehr wiederfinden. Das ist wirklich ärgerlich. Ich weiß, wo Vögel wohnen. Sehen wir in den Wipfeln der Bäume nach. Seltsam. Einer der Vögel trägt einen Hut. Das ist Ben! Aber das Nest ist sehr hoch oben. Und so hoch fliegen dürfen wir leider nicht. Dann ist es ein großer Glücksfall, dass ich dabei bin. Elfen sind ganz fantastische Kletterer. Und ich bin ein Elf. Ben, bist du das? Schön stillhalten. Flieg nur nicht weg. Hurra! So. Oh, hallo. Bringt mir endlich mal jemand ein Ei. Los! Das ist unglaublich. Nanny Plum, ein Huhn herzuzaubern, hatte ich doch untersagt. Das ist nicht mein Huhn, nein. Nanny, beherrschen Sie die Sprache der Hühner? Ja, Eure Majestät. Und? Was hat es gesagt? Mrs. Huhn hat gesagt... Oh. Seht nur, da ist ja unser Huhn. Vorsicht, Nanny Plum. Das ist ein höchst gefährliches Biest. Machen Sie sich nicht lächerlich. Das ist doch nur ein Huhn. Seht nur, das Huhn hat ein Ei gelegt. Hurra! Hurra! Ja, ein viel besserer Service als die Elfenlieferung. Was? Nanny Plum, bitten Sie doch gleich mal Mrs. Huhn, noch ein zweites Ei für das morgige Frühstück zu legen. Sehr gern, Eure Majestät. Als nächstes müssen wir den Piepmatz wieder in Ben zurückverwandeln. Da habe ich eine sehr gute Idee. Wie wär's, wenn wir beide zusammen zaubern würden? Ja, das macht Spaß. Abrakazück, Ben zurück. Das war richtig eklig. Ich musste Würmer fressen, als ich ein Vogel war. Oh, ich fürchte, unser Zauber ist noch nicht zu Ende. Ben hat sich in ein Kaninchen verwandelt. Nun wird er irgendwo hinhoppeln und uns bleibt nichts weiter übrig, als ihn überall zu suchen. Heute haben wir keinen guten Tag. Genauso wie der arme Ben. Ach, Holly, da bist du ja. Ich hab dich wirklich schon überall gesucht. Tut mir leid, Nanny. Ben war einfach weggelaufen und wir mussten ihn unbedingt wiederfinden. Ich verstehe. Und wo ist nun der Frosch, den ich wieder zurückzaubern soll? Hier. Das ist aber ein Kaninchen. Ben war ein Frosch, dann ein Vogel. Und nun hat er sich ganz plötzlich in ein Kaninchen verwandelt. Wir haben wirklich alles versucht. Was deutlich zeigt, dass ihr beide noch ganz oft zaubern üben müsst. Ja, Nanny Plum. Feen in eurem Alter sollten wirklich in der Lage sein, so einen simplen Zauber auszuführen. Ja, Nanny Plum. Seht zu und lernt. Wenn Ben zum Frosch verwandelt wurde, Abrakoschwer Frosch, solltet ihr ihn nicht in einen Vogel verwandeln, Abrogelvogel. Und natürlich auch nicht in ein Kaninchen, kapiert? Abrinchen Kaninchen. Nein, als erstes musstet ihr ihn wieder zu Ben machen. Abrakapsen wird wieder Ben. Hurra! Puh,
Ich bin froh, dass es zu Ende ist. Oh, oh.